Ja, herzlich willkommen. Heute die Session am Sonntag und ich möchte hier wieder mit Kell anfangen. Das ist dann auch so ein Personenflugzeug, was dort entstehen soll. Und fand ich prinzipiell natürlich ein spannendes Thema, was ja eventuell auch in Zukunft Anklang finden kann. Und ihr findet ja meistens solche Aktien auch in meinem Portfolio beziehungsweise auch in meinem Ausblick. Und von daher möchte ich auch natürlich darauf eingehen. Und aktuell natürlich für mich erstmal reine Beobachtung, weil wir auch hier erstmal nichts Besonderes vortreffen. Das heißt, hier haben wir jetzt erstmal ein neues Tief gebildet. Und von daher erstmal rein Watchlist und einfach mal schauen, was da so passieren kann und wird in Zukunft, ob wir hier Sequenzen aufbauen, die dann entsprechend auch unser Ziellevel auf 100% bringen. Ansonsten haben wir da sowieso erstmal kein Interesse. Von daher aktuell sieht das noch nicht danach aus, wenn ich jetzt hier wieder mit Orange arbeite, dass wir hier mal schauen, wo unser Einstieg potenziell wäre und unser Ziellevel, das wäre jetzt aktuell hier oben. Von daher macht es hier jetzt erstmal gar keinen Sinn, da irgendwas zu machen, denn wir wollen ja hier auf der Gewinnerseite stehen, sage ich mal. Und von daher ist das einfach ein aussagekräftig, ist hier gar nichts und auch der Chart ist aktuell nicht wirklich vielversprechend. Und wir können da nichts analysieren, zumindest aus meiner Perspektive aus. Von daher hier rein mal aufwerfen, mal weiter besprechen, wie es abläuft. Ich hatte das ja schon mal hier in dieser Session drin, aber aktuell weiterhin erstmal beobachten. Und das hier macht aktuell keinen Sinn für uns. Dann Palantir, das ist natürlich hier nicht in meinem Depot, trotzdem möchte ich das hier mal ansprechen. Das ist ja auch recht interessant, in der Allgemeinheit zumindest. Und deswegen möchte ich das hier auch ansprechen. Wir sind aktuell hier in einer Korrekturphase. Wir haben das Ziellevel von der eigentlichen Aufwärtsbewegung hier noch nicht abgearbeitet bei 50 Euro. Und von daher haben wir da auch noch etwas Spiel natürlich. Wir haben jetzt wieder eine neue übergeordnete Sequenz, die hier wieder in diesem Widerstandsgebilde, was sich hier aufgestellt hat, nochmal die Möglichkeit hat, hier zu reagieren. Natürlich ist das sehr schön, rein charttechnisch vom Widerstand her, aber auch hier haben wir noch nicht wirklich viel Kursverlauf, mit dem wir arbeiten können. Das kann genauso auch sein, dass wir hier Gebilde like Schulterkopf Schulter haben oder auch hier erstmal komplett wieder abbricht somit dann. Das heißt, hier ist erstmal rein die Spekulation, dass wir hier die Sequenzen haben und dass das hier hält. Sieht das natürlich im Vergleich jetzt zu gerade eben Kell ganz anders aus, dass wir hier das Ziellevel im nahe, sag ich mal, beim neuen Alltime High erreichen könnten und deswegen rein charttechnisch schön, muss man eben dann für sich abwägen und schauen, ob das dann nachhaltig hier möglich ist, dass hier dann auch News unser Ziel bestätigen bzw. unsere Analyse und das dann dazu führt, dass wir hier auch die 100% mitnehmen können. Ist natürlich recht spekulativ, trotzdem haben wir hier einen Widerstand, der hat auch schon mal gut funktioniert, der sich hier natürlich erstmal gebildet hat, aber jetzt hier nochmal angelaufen worden ist. Wir haben hier aus diesem ein neues All-Time High gebildet und das könnte auch jetzt hier nochmal eintreten. Ja, das ist dann eben die Spekulation darauf, was die Idee dahinter ist. Dann CD Projekt, ich bin da weiterhin auch nicht investiert, aber ich möchte jetzt nicht wieder die gleichen Aktien wie jeden Sonntag durchgehen, sondern auch ein bisschen was anderes mal besprechen. Dort hat sich ja allgemein auch nicht viel getan, von daher gehe ich jetzt mal auf weitere Positionen ein. Ich werde auch mal jetzt über die Woche nochmal eine Fragerunde machen
und auch selber nochmal schauen, ob ich was Interessantes finde. Aber aktuell gibt es bei mir ja eher so die Option noch Krypto aktuell, weil dort die Party läuft. Ansonsten switche ich natürlich auch wieder dann in die Aktien. Ich bin dort positioniert und warte dann eben hier aktuell auf weitere 100% Positionen und dann geht es bei mir auch wieder aktiver weiter. Aber aktuell eben recht langweilig. Die Korrekturen natürlich interessant. Das habe ich bereits ausgeführt und jetzt heißt es warten. Ja, deswegen CD Projekt. Hier haben wir auch eine Korrektur. Das meine ich eben. Hier haben wir schon gesehen, dass wir hier einen starken Abbruch haben. Hier ist weiterhin natürlich die Spekulation, dass es eventuell hält und wir dann, wenn ich jetzt das auch wieder äquivalent hier durchführe bei 45, dass wir dann hier bei 90 die 100% einziehen. Das ist natürlich hier chartechnisch gesehen natürlich ein sehr schöner Einstieg, weil man hier noch nicht mal das All-Time-High brechen müsste, um die 100% rauszuholen. Das kann dann auch mal hier so ein Peak sein, der hier mal entsteht. Rein aus dieser Korrektur haben wir meistens eine sehr starke Anstiegsposition, die dann ja auch schnell auch mal Fahrt aufnimmt. Sehr impulsiv, wie wir auch hier gesehen haben. Das ist dann schnell mal möglich, ist natürlich die Frage und auch hier die Spekulation darauf. Wir hatten hier das 50er Level angelaufen, beziehungsweise allgemein das Korrekturlevel und daraus dann auch diese schöne Position rausgehabt. Sagen wir mal hier bei 50 € der Einstieg, da hätten wir dann auch hier die 100 € mitnehmen können und somit dann auch die 100%. Aber das ist jetzt mal davon abgekoppelt. Hier, das wäre ja genauso spekulativ gewesen, dass man hier mit diesem etwas hier darauf spekuliert, dass das weitergeht. Von daher ist das von der Sicht rein zu spekulativ, da reinzugehen. Von daher, wir haben jetzt hier auch nichts, was uns wirklich hält. Wir sind jetzt unter dem Widerstand, ist eher unattraktiv, deswegen bin ich da auch nicht investiert. Dann schauen wir weiter. Ich habe hier ein paar weitere markiert, die mir ja länger nicht mehr auch betrachtet haben. Hier haben wir jetzt Buy and Meet. Die Position erscheint mir aktuell immer noch zumindest zu halten hier in dieser Widerstandszone. Wir haben hier das Korrekturlevel, was wir auch hier gerne mal weiter ziehen können. Wir hatten hier ein neues Tief gebildet, zumindest auf Hinsicht von diesem Punkt. Jetzt hier ein weiteres neues höheres Hoch in Bezug auf diesen Punkt. Von daher aktuell sind wir hier im Widerstand. Wir sind im Korrekturlevel, sieht erstmal positiv aus. Thema ist auch interessant, grundlegend zumindest. Auch hier natürlich die, ja, nee, also hier haben wir auch ein höheres Hoch gebildet, was auch sehr interessant ist und prinzipiell auch positiv dafür spricht, dass wir da auch nochmal ein höheres Hoch sehen könnten, weil wir hier eben, wenn das jetzt nicht nochmal tiefer geht, dann ja hier aus dieser Position ein höheres Hoch gemacht haben. Wir brauchten eben hier neue Käufer, das hat nicht gereicht. Hiermit haben wir es geschafft. Und wäre prinzipiell möglich, dass hier dann nochmal das Hoch rausgenommen wird und wir dann auch die 100% mitnehmen könnten. Das wäre so die Idee dahinter. Dann gehen wir mal weiter und schauen auf E.ON. Die hatte ich ja auch schon bereits mal mitgebracht. Und hier sind wir in so einer Seitwärtsphase jetzt aktuell immer gewesen. Und daraus hat sich jetzt hier ein gewisser Aufwärtstrend abgezeichnet, der hier im Ziellevel dann bei 17 € die 100% schließen würde. Wäre man jetzt hier im Optimalfall dort am Widerstand eingestiegen, der auch hier immer sehr gut gehalten hat, dann wäre das ein mögliches Szenario gewesen. Man kann natürlich auch jetzt noch mal gucken, dass man einerseits, wenn er hier noch mal abprallt, vielleicht den Einstieg findet. Oder eben ja, jetzt den Einstieg finden möchte, wenn man das noch attraktiv ist, so vom Ziellevel her gesehen. Wir sind jetzt bei fast 10 €, das heißt, wir müssten hier
wirklich an den Widerstand ranlaufen. Das ist dann machbar, aber eben etwas ja, zu gucken, ob das dann auch erreicht wird. Ja, von daher aktuell dann muss man selber abwägen, wie wichtig einem die 100% Zone dann ist, wie ihr es umsetzt. Für mich jetzt erstmal dann, wenn man hier nicht eingestiegen ist, abzuwägen, ob das interessant ist. Jetzt mal was ganz anderes, New. Die Elektroroller haben sich bis jetzt auch ganz gut gehalten. Haben wir hier so einen Aufwärtstrend, der sich fortgesetzt hat. Ich gehe jetzt mal hier auf die letzte Reaktion ein. Wir sind hier im Korrekturlevel und haben dort auch korrigiert. Wir sind jetzt hier am 38er Level gewesen und haben hier fast sogar das 50er Level abgearbeitet. Von daher hier prinzipiell alles sehr schön abgelaufen und auch der Aufwärtstrend intakt. Ja, von daher jetzt erstmal hier, sage ich mal, können wir das 38er Level auch gerne mal als Einstieg nutzen und schauen, wie das dann sich entwickelt. Prinzipiell ja, kann man das so sehr schön charttechnisch beurteilen. Wir haben hier dann ein neues Ziellevel jetzt generiert. Ich habe mich bis jetzt auch rausgehalten, weil es mir zu teuer war, allgemein für einen Elektroroller. Und da gab es dann doch interessantere Positionen, aber prinzipiell sehr schön abgelaufen. Und ja, kann man mal weiter beachten, wenn man natürlich das weiter verfolgen möchte, das Thema. Es wird ja jetzt immer mehr auch darüber gesprochen, dass das eher Hype-Geschichten sind und überbewertet allgemein. Elektroauto, Wasserstoff, erneuerbare Energien, muss man dann für sich die Entscheidung treffen. Und ja, hier ja, wäre das der potenzielle Einstieg, muss man aber gucken. Wir wären ja jetzt dann bei 60 € im Ziellevel. Das beziehungsweise in der 100% Position, das ist auch natürlich ein stolzer Weg nochmal, aber das Ziellevel ist entsprechend bei 90 € und wäre dann von daher machbar. Hier hat man einen Aufwärtstrend, der bis jetzt ja auch sehr gut gehalten hat, von daher auch da interessant prinzipiell hier zu schauen, ob man hier den Einstieg findet. Natürlich in Verbindung vielleicht auch nochmal mit diesem Punkt hier, dass man hier einen Widerstand einzeichnet und vielleicht den Einstieg dann doch noch etwas tiefer findet und dem Ganzen noch ein bisschen Platz lässt. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Dadurch würde sich natürlich unser Einstieg auch verbessern und wir wären dann hier bei 46 und das wäre natürlich dann wieder das, was wir wollen im Endeffekt. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe noch ein paar in petto heute. Zum einen noch Standard Lithium. Haben wir auch schon lange nicht mehr drauf geschaut. Allgemein Lithiumwerte. Das ist eigentlich immer so mein Lieblings-Chartverlauf. Hier so ein All-Time-High, daraus ein All-Time-Low und daraus entsteht dann diese Bewegung. Die hatten wir jetzt sehr oft gesehen, sei es bei NIO oder bei vielen weiteren, BYD, Plug Power. Und das ist dann immer sehr schön. Prinzipiell haben wir jetzt mal einen Retest gemacht, der ist legitim auf das All-Time-High, auf den Widerstand. Und jetzt läuft das Ding wieder an, wie wir auch schon gesehen haben. Ziellevel 6 €. Das heißt, selbst aus der aktuellen Situation noch 100%. Natürlich wäre das hier schöner gewesen. Leider habe ich das jetzt nicht live hier verfolgt. Aber trotzdem ja, ist das hier der optimale Einstieg gewesen. Ja, das ist natürlich jetzt im Nachhinein immer blöd zu sagen. Trotzdem, ich denke mal, ihr wisst, dass ich hier immer drauf schaue auf Widerstand und Korrektur. Und von daher, auch im Nachhinein wäre das trotzdem mein Einstieg gewesen, beziehungsweise noch ein bisschen tiefer natürlich, immer besser, aber prinzipiell interessant gewesen.
Jetzt mal schauen, vielleicht kann man ja auch noch mal einen Schnapper hier unten mitnehmen, je nachdem, was sich da tut. Man ist ja zum Glück nicht gezwungen zu kaufen. So, dann gehen wir weiter. Jetzt habe ich hier ein bisschen was verstellt, aber das ist kein Problem. Ziehen wir es wieder rüber. Jetzt habe ich hier noch Agiolix, das wollte ich eigentlich weglassen, weil wir die haben letzte Woche gemacht. Jetzt machen wir ihn doch noch mit. Hatte ich mir anscheinend doch markiert. Wir haben hier die erste Bewegung gesehen. Wir hatten letzte Woche hier mal drauf geschaut. 3,45 €. Jetzt sind wir bei 3,74 €. Von daher erstmal positiv abgelaufen. Natürlich auch hier ein Chart, der recht jung ist. Wir haben nicht viel zu analysieren. Wir haben eine Sequenz, die hier geendet ist. Natürlich wäre sie perfekt abgelaufen. Wir hätten zumindest 100%. Trotzdem wäre das eben die Spekulation auf die Idee dahinter gewesen. Macht dem Ganzen aber jetzt keinen Abbruch. Wenn man natürlich weiterhin an Plastik, Recycling und das Thema glaubt, dass dort auch auf lange Sicht dann diese 100% Marke geknackt wird, kann man da auch das Ganze mal in Betracht ziehen. Ist natürlich charttechnisch wiederum natürlich sehr schön. Wir haben die Korrektur, wir haben hier abgearbeitet, haben jetzt hier einen Widerstand und dann die Reaktion. Von daher prinzipiell eine schöne Sache, zumindest auch von dem Ablauf her. Dann geht's weiter. Es wird interessanter hier dann auch nochmal bei iRobot. Da hatten wir jetzt zuletzt natürlich auch die Korrektur gesehen, die hier ja, markant eingetreten ist, auch wieder mit der Kombination mit einem Widerstand. Ich würde das Ganze natürlich wie immer gerne noch etwas tiefer sehen. Das heißt, in dem Bereich hier kann ich auch gerne nochmal schwarz für den Widerstand einzeichnen. Das wäre das Korrekturlevel inklusive Widerstand. Leider jetzt erstmal hier oben die Reaktion gesehen, macht dem aber noch nicht das Ganze final. Man kann auch vielleicht hier unten dann da bei 76 € das Ganze noch schießen, je nachdem. Und dann würde ich das auch eigentlich gerne hier mal runterziehen, mal als Beobachtungspunkt, dass wir hier da eventuell schöne Sachen mitnehmen könnten. 76, das heißt irgendwie in dem Bereich. So, dann schauen wir mal weiter. Yin Yang Goldwyn. Das finde ich auch sehr gut. Ich habe das auch in der Telegram-Gruppe mal vorgestellt. Zum einen haben die jetzt Vestas auch überholt aus der Grundlage heraus, dass dort in China sehr viel Windenergie installiert wird. Und von daher habe ich da auf jeden Fall auch ein Auge drauf gelegt und finde das Thema allgemein natürlich erneuerbaren Energien sehr interessant, weil ich glaube, da kann ich dann auch meine 100% Ziele auf lange Sicht spätestens dann auch realisieren. Und das ist ja die Hauptsache, dass sie erreicht werden, nicht wann. Natürlich ist wann auch natürlich schön, wenn das schnell passiert. Trotzdem prinzipiell natürlich Hauptsache, das Ziel wird erreicht. Von daher, erneuerbaren Energien bin ich immer sehr aufgeschlossen, wie ihr auch schon gemerkt habt. Viele sagen, das ist nichts für sie, beziehungsweise allgemein auch die Hype-Geschichten. Ja, das muss dann eben jeder für sich entscheiden, ob das hier ein Kanal ist, der eben zu einem passt. Jetzt aber hier die Aktie mit Goldwyn. Wir haben hier letztens den Punkt mal festgelegt bei 1,44 und da war der Widerstand, die Korrektur und das Ziellevel hier mit der 100% Marke. Von daher prinzipiell interessant. Auch hier natürlich der All-Time High, All-Time Low, daraus dann der direkte Anstieg aufs All-Time High, das All-Time High gebrochen und prinzipiell schöner Verlauf. Und ja, das steht jetzt erstmal natürlich aus hier mit dem Hintergrund, dass China da auch erneuerbaren Energien in Zukunft komplett dann umbauen möchte und damit dann auch arbeiten will, ist das hier bestimmt interessant prinzipiell.
Natürlich alles bitte auch hier diese Punkte nicht als Einstiegssignale sehen, sondern rein als Idee. Dann schauen wir mal, was wir hier noch finden, was interessant sein könnte für euch. Da habe ich hier noch Xpeng. Da gab es jetzt zuletzt auch eine Kaufempfehlung vom Aktionär. Auch da sage ich natürlich, das ist rein informativ für mich. Darauf stütze ich mich nicht. Es ist rein, dass ich da mal reinschaue und etwas berieseln lasse an Informationen, die ich dann für mich selber abwäge, ob es für mich interessant ist. Trotzdem hier mal erwähnt, wir hatten jetzt hier zuletzt den Retest auf diesen zunächst Einstiegspreis, sage ich mal, in dieser Region zumindest, und daraus jetzt die erste Bewegung mal gesehen. Man kann da auch wieder eine Sequenz draus mal bauen und dann theoretisch auch hier die 100% mal markieren. Das ist bestimmt möglich mit diesem Aufbau, wenn man dem jetzt hier Glauben schenkt, dass das schon wieder im Aufbau ist. Dann wäre das hier in diesem Bereich das Ziellevel. Man könnte jetzt hier mit dem Widerstand arbeiten, der eventuell hier entsteht, und darauf hoffen, dass hier das Ziellevel erreicht wird. Wenn man jetzt hier den Einstieg beispielsweise suchen würde, das wäre ein Szenario. Allerdings kann man hier auch noch ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt, gerade in der aktuellen Situation, weil das Potenzial ist natürlich extrem. Und wenn das funktioniert, dann kann man auch noch einen Einstieg finden mit der 100% Position, die aber dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger auch noch dann bestätigt wurde. Dann jetzt Ehang, natürlich auch hier sehr schön abgelaufen prinzipiell. Ich habe sie hier schon mal angeschaut gehabt, aber da wurde sie nicht schön abgearbeitet, die Korrektur. Von daher für mich kein Invest, und deswegen solltet ihr da auch immer drauf schauen und nicht emotional handeln, sondern es sollte zu euch passen und das zu jeder Zeit. Das heißt, wir haben jetzt hier mal letzte Woche diesen Punkt hier ausgemacht, beziehungsweise irgendwann. Auf jeden Fall sehe ich den Punkt hier noch und schauten dann, wie es abgelaufen ist bis jetzt. 27 auf 60 wäre zunächst mal ganz nett gewesen, haben wir nicht 100% erreicht, aber prinzipiell natürlich gut aufgestellt, wenn man hier eingestiegen ist. Aber das wäre rein Spekulation gewesen. Wir hatten eine starke Korrektur gesehen, wir hatten eine starke Aufwärtsbewegung. Wir haben hier das Korrekturlevel nicht abgearbeitet, dafür jetzt eine sehr starke Korrektur, kann man dann auch damit erörtern. Trotzdem nicht 100% schön. Wir haben hier eine kleine Widerstandszone jetzt aufgebaut, die hier zumindest mal reflektiert wurde, ist aber nichts Starkes. Ist jetzt erstmal so die erste Anlaufpunkte, die wir hier finden. Von daher jetzt erstmal wirklich reine Spekulation darauf, dass das hier mal schnell diesen Peak macht und wir da die 100% mitnehmen und dann das Risiko rausholen, und dann ist uns sowieso erstmal prinzipiell egal, was die machen, und dann können wir das weiter einfach partizipieren, was die dann machen. Wisst ihr, das ist mein Vorgehen. Das mit hier Everfuel lief bis jetzt auch ganz gut, sind jetzt hier auch in der Korrekturphase. Wir sind natürlich auch hier drüber geflogen, leider nicht diesen Widerstand hier respektiert. Zunächst hat es sehr gut ausgeschaut, auch hier oben, aber auch das ist natürlich ein recht junger Chart. Ich werfe hier viele Unternehmen jetzt erstmal auf, die vielleicht noch recht früh sind, die man mit Beachtung dann auch ins Portfolio holen sollte. Dementsprechend immer dann bitte auch nur investieren, wenn man da auch dementsprechend sonst solide aufgestellt ist. Jetzt Proto Labs, da gehe ich auch noch drauf. Da stehen auch viele drauf von euch. Von daher auch mal hier die Analyse abgedatet. Und hier befinden wir uns prinzipiell
jetzt nochmal in einer besseren Position. Bei 100 Euro können wir hier alles mal ein bisschen anpassen. 200 Euro wäre hier in dem Bereich, das heißt noch nicht mal das All-Time High. Von daher prinzipiell sehr schön, charttechnisch gesehen sowieso, weil wir hier die Sequenzen haben, die aufgebaut sind. Jetzt wieder die komplette Korrektur und Ziellevel bei 446 Euro. Von daher sehr schön und kann man auf jeden Fall mal schauen, wenn man das 3D-Thema im Portfolio haben möchte. Genauso wie mit Stratasys, auch hier hatten wir zunächst mal eine schöne Reaktion in dem Bereich gehabt. Die hat jetzt eine Korrektur dann zur Folge gehabt und jetzt kann man sich hier mal Positionen raussuchen, ob die interessant werden. Jetzt sind wir bei 25 Minuten. Ich würde sagen, das war jetzt genug Update und jetzt habe ich auch noch eine, die schaue ich mir immer wieder an und die Woche war das wieder sehr interessant und will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Organovo, auch in Telegram schon gepostet. Hier sind wir wieder quasi da, wo ich damals eingestiegen bin. Ich habe hier meine 100% mitgenommen. Ich halte die Position immer noch, ja. Ich habe in der Mitte, in der Zwischenzeit auch hier nochmal den Einstieg gefunden und habe dann nochmal über 50% mitgenommen. Habe dann aber hier verkauft, weil das eine Position bei Trade Republic war und dort wurde sie gestrichen. Von daher habe ich dann aus dieser Nachricht her verkauft, war dann natürlich auch dementsprechend mein Glück, muss ich dazu sagen, aber auch hier hätte man theoretisch 100% mitnehmen können. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich hier eingestiegen bin, dass ich nicht ganz 100% hatte, wenn man hier die 19